Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ich würde sagen, Upgrades für Edward. Ne, wir wollten. Ich habe hier gerade gelesen, dass man den Besatzungsmitgliedern helfen soll. Also hier, wie sagt man? Truhe. Da ist noch eine Truhe. Die müssen wir uns jetzt direkt holen. Und dann will ich mal so eine Assassinen-Mission machen, denn ich würde gerne mal wissen, was das ist. Sorry, wenn ich gerade hier eine verpeilte Ansage gemacht habe. Herzlich willkommen natürlich zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, wir holen uns jetzt nochmal die Truhe. Oder haben wir uns letztes Mal nicht alle Truhen geholt? Ne, wir haben uns nicht alle Truhen geholt, ne? Geld, 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 ja. Da ist mir doch was in den Sinn gekommen. So. Warum ist denn die Ansicht so komisch? War die immer schon so? Oder ich bin heute einfach verwirrt. Das war alles nah, ne? Irgendwie. Das ist schön. Ah ne, wir haben nicht alle Truhen. So. Wenn wir schon hier dabei sind, holen wir uns noch diesen Shanty. Bap, bap, bap. Ja, geh doch die Leiter hoch, sag mal, ist der so dumm? Der Akku für Controller 1 ist leer. Ist mir egal. Ein Shanty. So. Wo gibt's denn so eine Assassin-Mission? Piraten retten. Da gehen wir hin. Weil wir sollten Piraten helfen, denn das sollte uns irgendwie was beim Entern oder Kentern oder irgendwie bringen. What the fuck? Ja, wahrscheinlich desynchronisiert. Was ist denn da? Jetzt ist doch nicht den hier ernst, oder? Amena. Ach, ich muss von der Mauer da oben springen anscheinend. Jetzt hoch.
Gefangene befreien. So. Da ist eine Assassinenmission, ne? Wo gibt's denn hier noch Schatzkisten? Hier sind zwei, drei. Drei, der ich nicht rankommen. Vier. Aber fünf müssen wir noch suchen. Wo gibt's denn hier noch welche? Ja, die holen wir uns auf jeden Fall. Da machen wir keinen Wind daraus. Bald liegst du in deinem eigenen Gehäuse. Alter. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. So, erstmal ausbeuten hier. So. Hier gibt's doch auch noch eine Kiste. Die holen wir uns. Aber wie kommen wir da rein? Siehste, da haben wir schon mal die Truhe. Jetzt holen wir uns noch die. Loco como una cabra.
So, 17, 18. So, jetzt holen wir uns die nächste Kiste noch und dann gehen wir mal zu einer Mission. Weil, die müssen wir ja auch nochmal machen, ne, die Mission. Wir können ja nicht nur immer hier Kiste hier fangen. Denn das? Taverne. Okay. Ah, hier sind noch die letzten zwei. Siehst du, die habe ich gar nicht gesehen. Die holen wir uns jetzt noch, die Kiste, die eine. Ja, kann ich jetzt mal raus, oder? Wie sieht's aus? Auf. Hopp. So, jetzt holen wir uns noch die Kiste. Oh, es wird dunkel hier. Ich wollte den jetzt eigentlich gar nicht fangen, aber okay. So, hier ist die Mission. Und da gehen wir hin jetzt. Die machen wir jetzt. So, am besten wieder hier rüber. Zack. Zack, zack. Mann, der sich den Weisen nennen kann. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah. Gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan.
Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind Duda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Achtet auf Gassen und Gassen! Wir können nie mehr... Das kann doch echt nicht sein. Sollst du die Assassinen umbringen? Assassinen! Ja. Da oben! Die sind auf den Dächern! Was? Wo ist der denn, der Spast? Wo ist er? Komm doch her, du alter Opa. Komm doch her. Ich muss doch auch die auf dem Dach irgendwie umbringen, oder? Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern!
Schlüsseln. Sie können überall sein. Wo ist denn der Opa? Renn! Alter. Stoppt ihn! Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam! Dann wird's leichter für uns beide. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. So schnell rennen. Nein, nicht da hoch. Oh Gott. Jetzt auf die Fratze. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen. Und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Erinnerung 4, der Mann, den sie den Weisen nennen. Optionale Ziele, den Weisen von oben anspringen, haben wir nicht geschafft. Im Kampf die Pistole benutzen, haben wir geschafft. 90% synchronisiert und fortsetzen. Fortsetzen, easy. So.
10.000 Rupie. Ah, ich wollte mal in so einen Laden, Gemischtwarenladen. Da ist doch nicht weit einer weg. Truhen 19 von 20. Wir holen uns jetzt noch alle Truhen. So, und hier ist so ein Gemischtwarenhandel. Gucken wir uns mal an. Pistolensets. Betäuben, Schaden. Die kaufen uns. Bestätigen. Kunstgegenstände. Was bringt es uns, die zu kaufen? Nee, Kunst. Fracht verkaufen. Jagdbeute verkaufen. Knochen. Wildschweinhaut. Was haben wir denn gerade ausgerüstet? Drei, drei, drei. Was haben wir? Zwei. Der kaufen wir die erstmal. Neuer Gegenstand gekauft. Easy. So. Jetzt holen wir uns noch die letzte Schatzkiste. Die befindet sich hier. Das wird ein bisschen kniffliger, die zu holen, aber dann haben wir wenigstens die Schatzkisten-Mini-Mission, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Aber die müssen wir uns noch holen. Darauf bestehe ich jetzt wegen einer Kiste. Und im nächsten Part geht es dann direkt mit Missionen weiter. Wir haben jetzt hier ein bisschen viel rumgeeiert, sage ich jetzt mal. Ach, ich wollte doch gar nicht, dass ihr mich anschaut. Ja, Assassinenaufträge, Truhen, Notenblätter haben wir auch fast alle, die holen wir uns noch. Notenblätter holen wir uns, die Truhen haben wir. Assassinenaufträge, da weiß ich nicht, was es ist, aber die können wir mal machen. Oder können wir einen zumindest probieren. Einen wäre nicht ganz schlecht, ne? Alles klar, da wäre ich beinahe runtergefallen, hätten einen Abgang gemacht. So. Ich dachte schon mal. Alle Schatzkisten. So. Animus-Fragmente. Ich weiß halt nicht, was davon sinnvoll ist und was davon nicht sinnvoll ist, aber ich denke mal, wir holen uns alles. Ich bin motiviert, das Spiel da zu zocken. So, was gibt's denn hier noch in der Nähe, was wir uns so holen könnten? Ach komm, wir holen uns die Notenblätter, den Shanti. So, der ist ganz da oben, da müssen wir erstmal ganz da hochklettern.
Und wenn wir uns dann den Shanti geholt haben, denke ich mal, ist der Part auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne mal eine Bewertung da lassen. Oh, geht doch da hoch. Chico. Der ist davon geflogen. Alles klar. Dann holen wir uns halt noch das Animus-Fragment anstatt diesen Shanti. Drei Fragmente und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao Leute, euer MH26105 und ich danke euch wieder.